Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Wir befinden uns aktuell bzw. mittlerweile in Kapitel 2 Saison 8 und heute wollte ich mich mal mit dem neuen Level Auftrags- und Grinding-System beschäftigen. Das hat sich ja ein bisschen in Fortnite geändert. Aktuell sieht es ja so aus, dass wir wie in der letzten Season auch die Tagesaufträge, diesmal nennen sie sich Stempelkarten, haben. Die Stempelkarten wurden ja vor einigen Seasons eingeführt. Da hat sich also nichts großartig dran geändert. Außer, dass wir hier immer scheinbar bestimmte Aufträge abschließen müssen. In dem Fall hier von Dunkler Jonessy. Hier mindestens ungewöhnliche Aufträge und hier schließe Aufträge allgemein ab. Dann gibt es die sogenannten wöchentlichen Stempelkarten. Dann gibt es die, ich nenne es mal, Sonderaufträge der einzelnen NPCs. Hier haben wir den Cartoonfisch, den Taucher Jonessy, Baba Yaga, Dunkler Jonessy, die freche Wurst, das Wildschirm, Düsternis, Torin und da unten geht es weiter mit JV Schimpanski, Penny, Fabio Funkelmähne, Charlotte Chor, Pitstop und Provisorium. Und hier hinten kommen dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen weitere NPCs dazu, beziehungsweise weitere Aufträge. Ich bin heute seit 5 Uhr online und gestern habe ich es geschafft, ein bisschen zu spielen. Also ich glaube 2 oder 3 Runden habe ich gespielt. Und ja, durch Zufall wohl hier die ersten Aufträge für Cartoonfisch, JB Schimpanski, Baba Yaga und wen noch. Ja, und das war es auch schon erledigt. Und jetzt will ich das mal näher unter die Lupe nehmen. Also es ist ja so, wir müssen einen der NPCs besuchen, um den allerersten Auftrag jedes Mal gedroppt zu kriegen. Die beiden Aufträge rutschen dann automatisch nach. Es ist also jetzt auch so, dass die Aufträge während des Matches nachrutschen. In der letzten Season und den Seasons davor war es ja so. Auftrag erledigt, episch oder legendär. Zurück in die Lobby, nächster Auftrag. Jetzt rutschen sie, so wie ganz früher, automatisch nach. Das finde ich gut. Denn wenn ich beispielsweise einen Auftrag hier von Taucher Jonessy angenommen habe, den ersten hier, und laufe dann auf der Map rum und kann auch bei Baba Yaga einen annehmen, oder die zum ersten Mal besuchen und dann annehmen, das finde ich also persönlich ganz gut. So, und ich möchte jetzt, ja, wo habe ich die meisten hier, JV Schimpanski erledigen. Da muss ich jetzt Baue Metall bei einer Alien-Absturzstelle abbauen. Oder baue ab, ja. Dann fürs Provisorium oder für den Provisorium und das Provisorium, ja, muss ich eine Waffe bei einer Aufrüstbank aufrüsten. Das wird sogar perfekt angezeigt. Für Baba Yaga muss ich Dienste an einem Heilautobahn in Anspruch nehmen. Für den Cartoonfisch tanze in einem Umkreis von 10 Meter bei einer IO-Wache. Und hier bei Taucher Jonessy, das habe ich wohl gestern durch Zufall erledigt, muss ich sowohl im Kanusee als auch im Lazy Lake schwimmen. Lazy Lake hatte ich wohl gestern gemacht. Der Kanusee liegt, denke ich, genau da, wo er früher lag. Nur hier hat sich hier was geändert. Hier wird eine Absturzstelle sein, denn das ist ja gleich um die Ecke hier für Schimpanski. Also schlage ich vor, dass ich dahin fliege und mir diesen Auftrag erstmal schnappe. Bevor ich euch jetzt die aktuellen Aufträge des 14.09. zeige oder was ich da erledigen möchte, machen wir eine kleine Rückblende zu gestern, dem 13.09. Da ist ja die Saison 8 gestartet und ich, wie ihr seht, habe erst sehr spät angefangen zu spielen. Habe, glaube ich, so 2, 3 Runden gespielt und so den ein oder anderen Auftrag durch Zufall erledigt. Das will ich euch dann nochmal kurz zeigen. So, dann mal los. Ich habe mich jetzt entschlossen, nicht den Cartoonfisch zu besuchen, weil er gleich am Anfang liegt, sondern fliege erstmal da hinten oberhalb von Catty Corner zur alten Radarstation, wenn es den ja noch gibt. Ich nehme an, die gibt es da noch. Und gucke mir bei den NPC da oben an, was der mir für Aufträge droppt. Wie gesagt, Konzept scheint jetzt ein ganz bisschen anders zu sein. Auch da unten sehe ich schon wie in Season 8 und 9 vom ersten Kapitel scheinbar sofort Bewegungsröhren. Das ist cool. Sieht zumindest so aus, als wäre das sowas. Bitte. Der NPC ist natürlich oben drauf, ist klar. Hallo NPC. Na komm. Hast du auch Waffen hier am Start? Nee. Ah, supi. So, was hast du denn zu bieten? So, Auftrag an. Jetzt konnte ich gar nicht gucken, was für ein Auftrag ist. Weil ich hier angegriffen werde, muss ich mir gleich mal in Ruhe angucken. Ach, leck mich doch an die Füße. Jetzt
NPC. Da ist ein Geldsack. Leuchtet da. Bist du der NPC oder was bist du hier? Du machst hier Party. Du bist das Fischlein. Komm her. Suche verschiedene benannte Orte. Gott. Suchen wir dich mal da unten. Guten Tag. Hier bist du. Das ist mein Freund Jonathan. So. Das können wir da annehmen. So. Vielleicht das. So. Markiert. So. Verschiedene benannte Orte. Gut. Da habe ich jetzt so ein Tröpfchen gefunden wohl. War da auch irgendwas mit Feuer markieren, weiß gar nicht mehr. Nee, nicht. Nicht gesehen, Mutti, tut mir echt leid. Da auch nochmal was markiert, gehört. Muss ich die verschieben. Verschiedene benannte Orte wird geschafft. So, es gab Goldbarren dafür. Und da unten wird gekämpft, die verrückt. Hier höre ich ein fettes Auto. Hä? So, ich sehe gerade, die nächsten Aufträge sind nachgerutscht. Und zwar bei Baba Yaga müssen wir neben die Dienste eines Heilautomaten in Anspruch nehmen machen. Dafür gibt es dann 25 Gold. Und bei dem Cartoonfisch gibt es Tanz in einem 10 Meter Umkreis einer IO-Wache. Interessant. Also muss man da immer aufpassen, wenn die nachrutschen, dass man auch regelmäßig schaut, was für neue Aufträge man bekommen hat. Ja quasi hier, wo der Hai ist, ne? Mein Freund der Hai, oder? Jo. Und Kanusee schaffe ich doch, könnte ich eventuell theopraktisch noch schaffen. So, dann will ich doch mal hier zu dieser neuen Absturzstelle, die scheinbar in der Nähe, ja, zwischen Lake Kanoe und der alten Tankstelle bzw. dem ehemaligen Heumichelhaus liegt. Hey. Und den Tropfen nehme ich auch noch hier noch schön. Das. So, das müsste relativ schnell gehen hier. 90, 100. Zack. Schimpanski fertig. Und jetzt müsste theoretisch der nächste Auftrag gleich nachrutschen. Ja, sprich mit Charakteren rutscht jetzt nach. Das kann ich gleich noch. Was haben wir hier? Sturmgewehr. Handy mitnehmen. Ein Auftrag auch abgeschlossen. Also das ist so ein bisschen, worauf man so achten muss, wenn man spielt, dass die Aufträge automatisch nachrutschen. Und man theoretisch sehr viel in einer Runde erledigen kann. Früher war das ja so, sind die Aufträge, die legendären und epischen, ja erst nachgerutscht, wenn man die Runde verlassen hat. Oh, hier war schon einer. Ich will einmal nur kurz schwimmen, damit ich das erledigt kriege. Ja, perfekt. 20 Baren Gold, Level auf, die Supi. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier besuchen muss, dass mir das hier freigeschaltet wird. So, und daran hat sich dann auch nichts geändert. Ich habe jetzt einen, ja, Aufstiegsstufenaufstieg bekommen, 5 Battle Pass Sterne. Ich kann nicht einfordern. Und jetzt theoretisch, aber das will ich noch nicht hier einlösen. Ich habe 6 Stück, ja. Könnte ich mir hier das Fischglas als Back, was ist das? Die am Backbling nehmen. Tja, das Herzchen hier. Oder, nee, kombinieren kann ich nichts. Weil das passt, glaube ich, ganz gut zu. Nee, das ist noch cooler, ja. Dann nehme ich doch das hier. Ausrüsten, das passt doch gut hier an die schwarze Tina. Ja, das sieht gut aus. Dann nehmen wir mal die nächsten Aufträge. Neue Aufträge. Das ging jetzt aber ziemlich schnell. So, Schimpanski. Aha, dieser Auftrag wird jetzt auch dann schon legendär. Sprich mit Charakteren dreimal. Gut, Werkbank. Heilautomaten hatte ich von vorher noch. 10 Meter Umkreis, tanze.
Lasse ein gefahrenes Fahrzeug im Wasser versinken. Das klingt auch cool. Ich sehe jetzt zu, dass ich hier zu meinen Freunden in AO-Wachen komme. Und da müsste ich dann eventuell ja tanzen können. Ein paar Farbtröpfchen für mein Fischlein. So, dann gehen wir noch mehr rein. Ist ja genau. Dann senken wir das Auto mal kurz im Wasser drin. So. Gilt das jetzt als gefahrenes Auto versenkt? Ne, irgendwie nicht, oder? Hier backt was. Ah doch. Ha, cool. Ich kann über Wasser fahren. Jetzt muss ich sagen, finde ich echt cool. So, hier ist die Pfannkuchenfestung. Dann werde ich da auch mal hinfahren. Weil es gab ja noch diese ominöse Herausforderung. Hier für den Cartoonfisch. Ach, leckt mich doch in die Füße. Ich hab keinen Bock auf euch. Heilautomat, perfekt. Aha. Dann wollen wir nochmal für Baba Yaga noch den Heilautomat bedienen. So. Einmal schön mal wieder. So, Baba Yaga erledigt. Perfekt. Ja, komm, wir mit. Ja, super. So, damit ist Baba Yaga auch eins weiter erledigt. Gut. Jetzt brauchen wir noch. Für das. So, die nächsten Aufträge sind jetzt bei mir nachgerutscht. Da hatte ich im Match vergessen zu gucken. Also, ich muss immer noch mit Charakteren sprechen. Sofort Gegenstände benutzen. Waffe bei einer Aufrüstbank aufrüsten, wirf einen Fisch ins Wasser zurück und tanze in einem, ja, den 10 Meter Umkreis einer IO-Wache. Die habe ich bisher noch nicht gefunden. Muss mal gucken, wo ich hier IO-Wachen finde. Und dann muss ich auch mit dem Charakter sprechen. Ja. Mit Penny habe ich doch schon oder habe ich das vergessen zu quatschen mit Penny? Weiß ich gar nicht. Moment. Charlotte, wo bist du denn? Dich habe ich, glaube ich, noch gar nicht gefunden. So, los geht's. Und erledige ich ja gleich wieder den Auftrag. Habe ich die jetzt angenommen? Auch, weiß ich gar nicht. Hier geht's ja los wie auf dem Jahrmarkt hier. Wahnsinn! Nein. So, Charlottechen, was muss ich denn für dich machen? Gar nichts gekriegt von Charlotte, warum nicht? Ach, wahrscheinlich sind zu viele hier wahrscheinlich. Sprich mit Charakteren ein. Benutze Rüste, Aufrüstbank, Umkreis, Fisch ins Wasser. Kann ich denn von hier zu den nächsten NPCs? Wahrscheinlich nicht. Oder, doch, kann ich, perfekt. Wen haben wir denn in der Nähe? Wo ist das Pferd? Pferd, wo bist du? Oh, 1600 Meter, das ist nichts, mein Pferd. Und der Jonathan, der Dunkle. Sammeln ein Sturmgewehr. Einen wunderschönen guten Tag. So. Betritt die Kippe. Gott. Interagiere mit Geschützen. Und betritt die Kippe. Wollen wir das mal gucken. Dann wollen wir das mal tun, die Kippe betreten. Um Punkte zu kriegen. Aber die Kippe ist wahrscheinlich hier extrem weit weg. So. Dr. Schimpanski. Da ist das Geschützpunkt. Einmal ans Geschütz. So. Damit wird. Waffenautomat. So, was haben wir noch am Start? Mal gucken. Benutze sofort. Ach, brauche ich Pilz hier sofort? Ich kann jetzt natürlich keine Mampfen. Fisch zurück ins Wasser, das kriege ich hin. Muss ich erstmal einen haben. So, drücken Angel, das ist schon mal sehr gut. Ja, muss ein Fisch. Annehmen, den Herrn Harponierer. Azubi. So. So. Dann ist der Fisch jetzt. Ne, kann ich gebrauchen. Schade, schade. Das war das Fischlein. So. Tiere hat Jonathan jetzt am Start, die habe ich doch vorne gesehen. Dann jage ich mal Wildtiere.
waren noch hier oben, haben hier rumgegeifert gerade hier die meine Dino-Freunde. Da guckst du. Geht das als Jagd oder muss ich sie töten? Ich weiß nicht. So, so, damit haben wir die Wildtiere gejagt. Und was kommt jetzt von Herrn Jonas hier? So, die kann ich ja nicht verbrauchen, die Dinger. Sofort gestellt, kann ich leider nicht verbrauchen. Ach ja, hätte mich nicht vollheilen dürfen, ich Trottel. Bums. So, jetzt muss ich noch freuen, mein Fischlein. Muss ich noch ein bisschen Schaden machen, mein Fisch liegt da vorne ja noch. Das heißt ja im Verlauf eines Matches, also ab in den Sturm. Bei Fischen ist es ja quasi... So, komm. Das müsste reichen zum Heilen. Tschüssikowski. So, damit ist der Auftrag in Legendär für Jonathan Taucher auch erledigt. Perfekt. So, und jetzt nichts wie weg hier. Was mal ein blaues Sturmgehör. Was mich das Spaß kostet. Vielleicht hat das Haus auch eine Türklinge. Ich glaube, das ist so eine Türklinge. Perfekt. So, damit ist die Waffe aufgerüstet. Ne, hat leider keine Türklinge. Auf der anderen Seite vielleicht. Nix Türklinge hier am Start. Schade. Oha, meine Viecher schon wieder. Nein, haut ab. Verpissen Sie sich. Oder irgendwas an der Spur ist hier. So, das war die Hupe, perfekt. So, jetzt muss ich noch Sturmphasen überleben, drei Stück. Aber hier kriege ich gar nicht mehr so viele, glaube ich. Muss ich ganz schnell mich heilen. Na komm, Motti. Einmal bitte heilen. Guten Tag. Oh. So, das hat jetzt ganz gut geklappt. JB Schimpanski ist erstmal erledigt. Das gleiche für Taucher. Ah, Jonathan. Oder noch mehr? Ah, Provisorium, fehlt mir noch was? So, dunkler John ist sie, drei Stück. Tja, Provisorium fehlt mir noch die Sturmphasen. Ich glaube, dann schnappe ich mir für heute nochmal den dunklen John ist sie. Gucken, was der mir erzählt. Benutzte Türklinge ist kaputt, die habe ich noch. Tanze 10 Meter um Kasaubacher, sofort Gegenstände. Gut, das müsste ich vielleicht auch noch hinkriegen. Ich würde sagen, letzte Runde, dann geht's zum Schlafen, denn morgen früh klingelt wieder der Wecker und ich muss ins Büro. Aber ich glaube, ich bin schneller da. Hat er mir jetzt einen Auftrag gedroppt? Nö, oder? Hast du jetzt einen Auftrag, Kollege? Hat er meinen Auftrag gedacht. Gott. Tschüss. Rotlintenpatron in Steaming Sticks. Das ist hier. So. Schrotflinten habe ich jetzt. Perfekt. So, auch erledigt. Den Herrn Jonathan. Dann sehe ich jetzt zu, dass ich mit den Kühltürmen mich nach oben schieße. Und dann versuche ich noch meine Freunde, die Eiobachen zu erwischen. Bude. Aber hier könnte eine Klingel dran sein. Perfekt. So, das war die Klingel. Auch kaputt gemacht. Sehr gut. Dann Landung Schaden, 30 Sekunden, perfekt. So. Und tschüss. Hä? Normalerweise kriegt er Schaden. Oder ist das Obstgarten hier ein bisschen anders von der Höhe? Ich weiß nicht. So, jetzt habe ich Schaden gekriegt. Gott. Eins. Zwei. Drei. Vier.
5 erledigt. So. Oh, 99. Ja, komm, ein Apfel noch. Na komm, Äpfelchen. Mampf, guten Tag. Soll ich was zu machen? Perfekt. So. Dann wäre das mit den Sofortgegenständen auch erledigt. Klingel erledigt, Sofortgegenstände. Lagerfeuer schüren, aber gut. Mag gar nicht, warum? Stehe ich nicht so ganz? Egal. Mal. Jetzt reicht mir das Holz, glaube ich, nicht mit. Das ist ein Lagerfeuer schön, egal, funktioniert nicht. So, perfekt. Achte Runde und gewonnen. Ich sage danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.